12 Sekunden liegt der Dummy regungslos auf dem Boden des Schwimmbeckens. Dann wird bei Schwimmmeister Josef Bajorek der Alarm ausgelöst. Über eine Uhr wird er in Echtzeit über einen möglichen Notfall im Schwimmbecken informiert und kann blitzschnell reagieren, sodass bis zur Rettung des Dummies keine Minute vergeht. Wir sehen die Kameras und dann drücken wir nochmal auf die Uhr. Dann sehen wir, in welcher Position der jemand liegt im Wasser. Das heißt, wir brauchen nicht die ganze Becken absuchen, sondern wir sehen den Punkt hier. Angel Eye heißt die Technik, die hier im Badeparadies Eiswiese in Göttingen präsentiert wird. Sie soll Leben retten, denn die Zahl der Nichtschwimmer wächst nach wie vor stetig. Insgesamt besteht das System aus 15 Kameras, die in den Scheinwerfern des Schwimmbeckens installiert wurden. Die Angel Eyes reagieren grundsätzlich auf alles, was regungslos auf dem Beckengrund liegt. Ganz am Anfang hat es auch ausgelöst, wenn wir einen Tauchring reingeworfen haben, einfach bei sehr kleinen Objekten. Da sagen wir dann dem System, das ist ein Fehlalarm. Und dadurch lernt das System quasi mit der Zeit und die Fehlalarme nehmen ab. Es ist jetzt schon deutlich stabiler nach einer Woche als jetzt vor einer Woche noch. Ursprünglich stammt das System Angel Eye aus Italien, wird jedoch weltweit verbaut. Dass es nun auch in Niedersachsen zum Einsatz kommt, war die Idee von Andreas Gruber. Er war von dem System begeistert, auch wenn es zunächst Kritik hagelte. Natürlich ist dies ein Live-System, das heißt, es nimmt nur den Moment auf. Wenn der Unfall passiert, dann meldet es, aber die Bilder werden quasi nur live genommen und nicht aufgezeichnet. Und das war für uns auch sehr wichtig, dass man dann auch keine Nachverfolgung oder sonstiges dann mit dem Bildmaterial agieren können. Rund 120.000 Euro hat die Installation der Engelsaugen gekostet. Eine teure Investition, für die Badegäste hier im Schwimmbad aber beruhigend. Man liest es immer wieder mal, dass da was passiert. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Es kann ja mal passieren, dass auch mal ein Kind unten liegt, was man gar nicht so sieht, weil es so klein ist. Ne? Und dann auf einmal, dann ist es zu spät. Also ich finde das nicht schlecht. Ich habe Enkelkinder und weil die noch sehr unkontrolliert schwimmen gehen, ist diese Funktion für mich sehr wichtig, dass es das auch gibt. Und ja, darum. Indirekt würde ich mich damit auch sicherer fühlen. Und auch Schwimmmeister Josef Bajorek ist mit dem System zufrieden. Früher bei Frühschwimmen konnte man sich so vorstellen, dass manchmal zählt man die Köpfe, wie viele Leute schwimmen, wie viele Leute gehen rein oder raus. Und jetzt haben wir zusätzliche Sicherheit auch. Wo kann man sich ein bisschen verlassen, aber das Menschliche ist das immer das Wichtigste. Und das wird hier auch weiterhin so bleiben, denn auch wenn die Engelsaugen viel können, die Arbeit der Lebensretter können sie nicht ersetzen.